So, willkommen zurück zu Minecraft Dungeons. In der letzten Folge. Ich will dazu jetzt ja mal nichts sagen, aber wir haben echt gut abgeschnitten. Glaube, wir wollten in der letzten Folge noch was schauen. Ob, genau. Und das hätte blutig. Aber wir machen jetzt erstmal das und wir spielen einfach mal das nächste Level. Und zwar es ist halt echt übertrieben. Wir haben die Kürbisweiden geschafft. Dann deshalb. What? Es geht doch nicht weiter in die. Gruselige Gruft. Alles 39. Tittenfischküsse, okay. Gehen wir einfach mal in die gruselige Gruft. Und hoffen, dass wir das hinkriegen. Ich bin mir nämlich da nicht so ganz so sicher. Aber mal schauen. Nochmal einen Schluck Kaffee, damit ich was zu erzählen habe. Genau. Map an. Hier erstmal erkunden. So, genug erkundet. Ab ins Land. Oh Gott, ist das groß. Okay, mal gucken, ob wir zurecht. Hallo? Ah, wir haben jetzt, genau, wir haben jetzt den Doppelschuss aktiviert, Leute. Okay, eindeutig. Was? Ich mache ja null Schaden. Hat mich dieses Skelett da weggeschossen oder was? Leute, ich glaube, das wird eine Folge mit unserem ersten Fail im Abenteuermodus. Also wo wir ein realistischer Fail. Können wir sonst noch irgendwas anklicken? Nein. Nur das? Sehr schön. Gott, dieses Dungeon groß. Aber immerhin, wir haben wieder den Doppelschuss. Können zwar nicht schneller schneller schießen, aber macht nichts. Hier ist die Kiste. Wo? Da. Der läuft jetzt den kompletten Weg da außen rum. Nur um zu dieser Kiste zu gehen. Ja, aber du hast hier noch nicht erkundet. Also wenn ich einen Heiltrank benutze, erleide ich 90% weniger Schaden für 7 Sekunden. Ist das nicht overpowered? Ich komme hier gar nicht zurecht gerade. Weil ich will die Folge auch nicht so lang machen. Aber so wie das Dungeon aussieht, wird es wieder so 6 Milliarden Stunden Folge. Okay, 10.000 Creepers. Und auch weg. Sogar ein Levelaufstieg. OMG. Und sind wir Level 36. Es ist nicht mehr normal. Gibt's hier noch was Besonderes? Jetzt habe ich extrem schlecht reagiert. Immerhin 90% weniger Schaden. Was passiert eigentlich nochmal, wenn ich so mache? Achso, ne, Gegner flammen einfach, gar. Da gibt's nichts Besonderes. Gegner brennen einfach in meiner Nähe. Ihr seht ja diesen Radius um mich herum, diesen Kreis. Hier. Apropos, die Taste öffnet man mit Tab. Das sind, ist diese Tasten unter, zwei unter Escape, also ESC, mit diesem Pfeil einmal nach links und nach rechts und vor dem Pfeil ist jeweils so ein kleiner Strich. Wollte ich nur mal mitgeteilt haben. Gott, geht das weit, die beiden. Hier scheint es. Hä? Wo führt er uns lang? Ist hier was? Ah, hier war ich schon. Aber da oben war ich noch nicht. Hier. Ist da noch Gegner oder ist das einfach nur langweilig hier? Wieso habe ich bloß was gesagt? Ich habe irgendwas aktiviert, ein Raid oder so, ja. Eine Runde Überfall. TNT wieder ganz weit wegwerfen.
Oh, die Armen, die da gerade spawnen und direkt weggerissen werden. Oh, aber alles schlechter. Warum denn? Das Dungeon ist doch ein Dings höher als wir. Das kann gar nicht sein, dass wir schlechtere Sachen hier bekommen. Wobei doch, es kann schon sein, die Chance besteht, aber das ist lame. Gut, Leute, wie ihr an der Videolänge hoffentlich sehen könnt, dass das Video länger wird oder es wird wieder... Wie viel Schaden macht denn so ein doofer Creeper? Inzwischen. Boah, ey, übertreibt halt. Creeper, 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 Creeper. Boah, ich stehe voll in dem Feuer. Ich bin tot. Ja. Mann. Ja, ich weiß, es ist so ultra laut, aber trotzdem, es regt halt einfach auf. Weißt du, hier gibt es überall Sachen zum Heilen. Gibt's irgendwas zum Anklicken? Hier gibt's ja noch nicht mal was zum Anklicken! Ey, das ist doch so ein unnötiger Tod gewesen. Da waren wir hier schon drin. Warum drücke ich diesen Knopf eigentlich nochmal? Es ist so unnötig. Okay, erstmal 3 für den Hund. Kann ich da nochmal drücken? Immer bekommen wir nochmal eine Kiste. Ey, immer noch alles schlechter. Warum denn? Hallo. Kann ich da nochmal drücken? Oh, schade. Wir waren... Oh Gott. Wir haben irgendwas aktiviert. Das ist so ein blöder Creeper, der 10.000 Schaden macht. Nein, nicht sowas. Okay, wie auch immer. Hauptsache, hier gibt es eine Kiste. Ja, endlich mal was, bisschen was besser ist hier. Kann ja nicht sein, dass wir die ganze Zeit nur so schlechte Sachen bekommen. Hier. Echt mal. Also wirklich. Geht gar nicht. Aber so hässliche Creeper, die 10.000 Schaden machen. Ich glaube, Creeper sollte man langsam auf Distanz besiegen. Ich nehme das sollte zurück, man muss. Welcher Me- Letzte Chance. Ja, Leute, hier wird es unseren ersten Fail geben. Hau ab. Gibt es nichts zum Anklicken, man? Wie viel? Wir haben 412 Leben und davon geht die Hälfte weg. So ein doofer Creeper explodiert, ja? Einfach die ganze Zeit auf die Creeper halten. Einfach auf die Creeper halten. Einfach auf die Creeper halten. So. Dich mach jetzt mit dem Schwert weg, weil ich dich nicht mag. Weil du besonders doof bist. Ey, das sind übertrieben viele Creeper. Aber der hat einen Bogen gedroppt. Ist der gut? Nein. Warum frage ich eigentlich noch nach? Gibt's auch nichts zum Angehen. Wofür gibt es diese Nebenräume? Wenn man nicht gehen kann. Oh Gott, da geht's auch noch 10 Meter nach unten bei der Leute. Ich hoffe, der Part wird nicht allzu lang. Aber es lohnt sich. Eine Secret-Kiste nehme ich immer mit. Wir haben schon 10.000 Geld. Ey, da ist ein Creeper explodiert. Ich bin fast tot, gell? Das ist doch nicht wahr. Ist hier drüben eigentlich überhaupt was? Nein, gell? Ja. Kann ich irgendwas anklicken? Wenigstens auch nicht. Kann sein, dass man die Kerze anklicken kann. Hier scheint es auch nichts zu geben, außer zwei hässliche Spinnen, die irgendwie viel zu groß sind für dieses Spiel. Okay. Das ist mein Hund. Brauche ich nicht. Let's go. Ich finde es aber cool, dass es hier diese kleinen Hinterhälte... Diese Angriffe halt, diese Raids, Überfälle gibt. Bin ich voll cool. Und dafür kriegt man halt immer eine Kiste und wenn man Glück hat, auch mal was Gutes. Aber wir sind schlechte Spieler, wir haben nie Glück. Ach komm! Aber das hat mich gerade so... sah so komisch aus, dieses Ding. Ich dachte mir so, okay, das kann man vielleicht klicken. Ich klicke drauf. Und ein Hinterhalt. Aber ein Hinterhalt vom Allerfeinsten hier. Eine Kiste mit bisschen Geld, ja.
Okay, also irgendwie solche Statuen, wo auch noch so Skelette dabei sind. Die scheinen gut zu sein. Ich weiß, wir haben noch gar nicht alles erkundet. Und wie geht's erstmal hier weiter? Und zwar schneiden wir gehen erstmal hier die ganzen Creeper hier weg. Komm, hau ab. Keiner mag euch. Hier war ich anscheinend schon. Ah, das war da oben, wo der andere Raid war. Genau. Ich bin schon wieder gestorben. Ich könnte jetzt schon wieder neu starten. Aber wir sind auch bei unserer letzten Chance, gell? Wenn wir jetzt sterben, ist vorbei. Was ich schade finde. Kann man hier irgendwas klicken? Die Fackel vielleicht? Apropos Fackeln klicken. Oder finden. In den Hochblockhallen, wenn man da eine ausgelöschte Fackel klickt, kommt man zum nächsten Dings. Auf dem Marktplatz. Zu der nächsten Rune. Kann man auch nichts klicken? Nee, 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 nee. Halt, hier geht's offiziell weiter in der Story. Dann gucken wir uns das andere an. Heilen. Jetzt haben wir nämlich 9 für 7 Sekunden. Kriegen wir nur ganz wenig Schaden. Können übelst austeilen hier. Die Creeper lassen wir da schön explodieren. Ich nehme das schön zurück. Heil mich, heil mich, heil mich schneller, heil mich doch schneller! Jägerrüstung ist die gut? Ja, die ist sogar. Ne, die ist nicht gut. Werden wir sterben. Immerhin, schaut euch mal den Cooldown von dem Ding an. Schon wieder verfügbar. Und das macht jetzt immer 3 plus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und somit, also sobald wir 300 haben, würde ich auch schon wieder weiterlaufen dann. Wenn es dann ausgehen wird, nicht weiter so. Wieder so ein doofer Creeper! Ihr seid ja ganz okay, ihr seid nicht so schlimm, ihr seid Zombies, die kann man wegrecken. Aber solche blöden Creeper, ja? Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix! Ich mache hier meinen halben Finger tot, ja? Nur um zu erfahren, da ist nichts. Also eigentlich ist es ja ein sehr schönes Spiel. Wobei manches halt echt aufregt. Sowas wie das jetzt zum Beispiel. Jetzt haben wir gerade einen Frame-Einbruch. Oben links sollt ihr die Frame-Anzahl sehen, bei mir stand gerade 30 da. Oder ich habe mich verlesen. Ich laufe da jetzt nicht extra lang. Immer dem Weg folgen. Ist das ein Labyrinth? Ey, wenn das. Okay, es ist doch ein Labyrinth. Das sah hier gerade so aus, hier so. So wegen dieser Verwinkel. Hier fehlt eine Fackel. Ah, nee. Okay. Wie ich jetzt total auf diese Fackeln achte, seitdem ich das mit den Hochblockhallen erzählt habe. Es scheint. Hier ist irgendwas. Hier sieht es aus, als ob es da reingehen. Da oben ist eine nicht angezündete Fackel. Seht ihr das? Und wo kann ich denn da dran kleben? Mit einem Pfeil hochschießen. Okay, nein. Ich weiß genau, was jetzt passiert. Ey, das ist unfair! Wieso kann er mich auch angreifen? Oh Gott, nein! Schließen! Leute, ich habe zu wenig Speicherplatz, ich muss die Aufnahme beenden. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Warte, das liegt doch nicht daran. Egal. Ciao.